Die Salzburger schließen das Jahr in der Tabelle als Erster ab. Wir haben heute einiges vor mit Ihnen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Dein Verein. An meiner Seite Manuel Ortlechner. Servus Manuel. Servus, hi. Wir müssen sagen, es war ein komisches Jahr, 2020. Ja. Wie war das Fußballjahr der Salzburger? Ja, auch mit Ups und Downs, aber trotzdem viel, viel mehr Ups, denke ich, als Downs. Man hat den Fluch gebrochen, hallo. Ich denke aber trotzdem, dass man, speziell wenn ich auf die Liga blicke, dass das alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist anders wie die Jahre davor, denke ich. Aber man performt sehr, sehr gut. Absolut. Ja, am Sonntag gab es ein 2:3 gegen den WRC. Das hat wohl alle überrascht, oder? Dich nicht. Ja, natürlich. Der WRC hat zum ersten Mal in Salzburg auch gewonnen. Aber der WRC hat sich schon in den jüngeren Duellen sehr, sehr gut auch präsentiert gegen die Salzburger. Also die spielen ja nicht unähnlich auch von der Spielidee her. Und irgendwie an dem Tag haben mir die Salzburger etwas müde phasenweise gewirkt. Ja, fast schon, als ob sie schon in der Pause wären. Wir blicken jedenfalls nochmal auf die Höhepunkte, die hat Martin Konrad für uns. Es heißt Abschied nehmen von Dominik Szoboszlai. Der 20-jährige ungarische Teamspieler wechselt im Jänner um rund 20 Millionen nach Leipzig in die deutsche Bundesliga. Das Spiel selbst in Hälfte 2 hochbrisant mit dem Führungstor durch Jonathan Scherzers ersten Bundesligatreffer nach 51 Minuten. Keine Chance für Stankovic. Gleich danach ein Traumkonter Lindl auf Wiesinger, der auf Jovelic. Und nach 52 Minuten führt der WRC in Salzburg mit 2:0. Der 6. Bundesligatreffer des Serben Jovelic. Die Reaktion von Salzburg kommt nach 64 Minuten. Christensen setzt sich gegen Scherzer durch. Seinen Schuss kann Kofler kurz abwehren, aber Berisha steht richtig. Der Anschlusstreffer des deutschen U21-Teamspielers. Knappe Entscheidung, aber wohl korrekt. Dieser Treffer. 5 Minuten später, Szoboszlai mit seinem letzten Assist in der Bundesliga auf Dacker, der mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 keine Abwehrmöglichkeit für Kofler. Und ein paar Minuten später hätte Dacker beinahe Salzburg in Führung gebracht. Die Stange rettet Wolfsberg. Auf der anderen Seite hingegen ein Traumpass von Lindl auf den eingewechselten Peretz und der Israeli mit dem Siegtor zum 3:2. Der WRC gewinnt erstmals in Salzburg, während es für den Meister bereits die 3. Saisonniederlage gibt. Wir bekommen so viele, die gleiche, die umschalten Defensiv-Tor. Es ist Wahnsinn. Wir reingehen nicht in diese Hauptspur an unserer linken Seite. Sie spielen in der Tief und dann sie machen eine Flanke und umschalten und wir sind nicht gut genug an der zweiten Pfosten. Es passiert gegen Sturm, es passiert gegen St. Pölten, es passiert gegen zu viel jetzt. So, ja, es ist ein wichtiges Thema für uns jetzt. Verteidigen und umschalten und dann ja, schützen unser Tor. Ja, und einen kritischen Jesse Marsch haben wir jetzt auch schon öfter gehört in den vergangenen Wochen. Immer wieder wird natürlich die Defensive thematisiert. Muss sich die eben auch verbessern? Denn sonst könnte es wirklich eng werden, so wie man das, wie sich das darstellt in der Tabelle. Ja, wir haben das auch hier schon sehr oft aufgegriffen, diese Thematik. Auch gestern im Studio haben wir das natürlich uns vorgeknüpft. Er schlägt in dieselbe Kerbe. Es ist ja auch bekannt im Verein, dieses Thema. Aber die Spielweise und die Idee, die man natürlich auch Woche für Woche de facto auf den Platz bringt, die muss das irgendwo auch in Kauf nehmen. Aber wenn man den Trainer so gehört, dann kann man mir gut vorstellen, dass es doch leichte Adaptionen geben wird. Ja, absolut. Wie sollten die aussehen, diese Adaptionen? Ja, meinst du jetzt spielertechnisch oder eben auch von der Spielweise? Nein, ich denke grundsätzlich, dass man... Wird auch immer diskutiert, ob die Qualität fehlt, trotz der Einkäufe. Das ist die Frage. Nimmt man das so in Kauf, dass man so radikal auch spielt, dann muss man natürlich das ein oder andere Tor immer noch mehr erzielen. Dann sagt man, es ist uns egal, wenn wir 5-4 gewinnen oder so. Das ist das eine. Aber wenn man sagt, und wie ich es da raushöre beim Trainer zwischen den Zellen und nicht einmal nur zwischen den Zellen, es passt ihm eigentlich gar nicht mehr mittlerweile, dann kann ich mir vorstellen, dass die Grundausrichtung nicht mehr so aggressiv vielleicht vollzogen wird. Es war das Abschiedsspiel von Dominik Szoboszlai. Wie behalten wir ihn in Erinnerung? Er ist wahrscheinlich den elegantesten Fußballer, den wir die letzten Jahre in der Liga hatten. Genialer Spielertyp, der sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat. Er sagt selber auch über sich, er ist von einem Jungen zum Mann gereift. Sagen wir nur einen jungen Mann, aber es geht schon Richtung Mann. Ja, und jetzt wechselt er eben nun nach Leipzig und Markus Klimmer blickt auf seine Zeit in Salzburg zurück. Da kommt er, im Juli 2017. Wissen Sie, wann Sie für Liefering debütiert haben? Ich glaube, in Kapfenberg habe ich mein Debüt gemacht. Und macht das erste Mal Bekanntschaft mit der Härte im österreichischen Profifußball. Doch Dominik Szoboszlai ist härter, setzt sich durch, kämpft sich durch. Jetzt habe ich noch vielleicht nicht realisiert,
diese 3,5 Jahre schon schnell gegangen. Dreimal Meister mit den Roten Bullen, zweimal Cupsieger, zweimal in der Champions League Gruppenphase, bester Spieler der vergangenen Saison. Und sonst so? Viel erlebt, obwohl ich noch 20 bin. Das war eine geile Zeit. Tja, es hat sich einiges getan. Der 4. August 2017. Sein erster Treffer im Profifußball in Österreich für den FC Liefering. Insgesamt 83 Pflichtspiele für Salzburg, an 54 Toren direkt beteiligt. Szoboszlai bekommt keinen Druck, perfekte Flanke. Szoboszlai, der kann schießen, das macht er auch. Und das ist der Ausgleich. Szoboszlai, was für ein Treffer von Dominik Szoboszlai. Es ist Weltklasse. Szoboszlai, das gibt's nicht. Ulmer, schöner Pass in den Rückraum. Szoboszlai, Szoboszlai, Szoboszlai. Gefährlich, gefürchtet, kompromisslos, begehrt, bye-bye. Salzburg ist bleibt, glaube ich, Ende des Lebens in meinem Herzen. Ich habe von hier richtig viel bekommen. Hier bin ich ein Mann geworden. Denn jetzt ist klar, was sich viele schon sehr lange denken und sich im September irgendwie ja schon andeutet. Werden wir sehen. Nächster Schritt ist Winter, aber vielleicht dann Sommer. Wissen wir noch nicht. Tja, jetzt weiß er es, Dominik Szoboszlai, der alle komplett verrückt macht. Ein Spieler wie er ist eine Bereicherung für diese Liga und ja, wieder einmal ist es mit so einem nur ein Spiel auf Zeit. Ja, Salzburg wird in seinem Herzen bleiben. Was für schöne Bilder haben wir da nochmal gesehen. 83 Pflichtspiele hat er eben bestritten, 54 direkte Torbeteiligungen, 26 Tore und 28 Assists. Was für Werte. Fantastische Statistik. Natürlich bullen da natürlich alle Clubs, die Rang und Namen haben, um so einen Spieler wie ihn. Und ja, er hat jetzt für diesen sehr logischen und cleveren Schritt auch in seiner Karriere entschieden. Er bleibt de facto irgendwo auch in dieser Welt. Und dann glaube ich aber schon, dass der den nächsten Schritt auch einmal relativ rasch machen wird. Ja. Ist er gut beraten mit Leipzig? Du sagst, er ist logisch und clever. Ich finde es schon sehr logisch. Ich glaube, wir alle, die sich auch mit Fußball näher beschäftigen, glauben, dass das der logischste Schritt ist, auch weil die Spielweise ähnlich ist. Da trifft er sicher auch wieder auf einen Trainer, der sich sehr gerne auch mit jungen Spielern beschäftigt, die auch weiterentwickelt. Und es ist auch Teil dieser Gesamtphilosophie, dass man dann trotzdem auch die Spieler dann einmal aus diesem Konzern, wenn ich so sagen darf, ausscheiden lässt und irgendwo auch gewinnbringend dann wieder weiter veräußern kann. Und da ist er so der Prototyp auch wieder. Leipzig ist es geworden. Dominik Szoboszlai erklärt uns die Gründe dafür. Ich habe überlegt, dass für meine Karriere, für meine Zukunft, was das beste Entscheidung ist. Und ich glaube, dort kann ich noch besser werden. Und ja, in deutscher Bundesliga spielen ist richtig geil. Mein Ziel war einfach, in 5 Liga erste 3 Mannschaften zu gehen. Jetzt hatten Sie hier in Salzburg natürlich einen absoluten Fixplatz innerhalb der Mannschaft. Hat Ihnen Nagelsmann auch einen Stammplatz reserviert in Leipzig? Brauche ich nicht. Ich will dafür arbeiten. Ich will das verdienen, dass ich fast immer in Startelf sein werde. Und ja, dafür gebe ich alles. Also, wir werden ihn mit Sicherheit vermissen, Dominik Szoboszlai, auch wegen seinem Selbstbewusstsein, das er ja vollkommen zu Recht hat. Ja, Susic und Brandon Aaronson sollen und werden ihn ersetzen. Vor allem auf Aaronson bin ich gespannt. Ja, da gibt es einen anderen Kandidaten, der sich auch sehr schnell in seine Rolle schlüpfen kann. Aber es gibt auch einmal mit Adeyemi oder Okafor auch nicht unähnliche Spielertypen, die vielleicht über noch mehr Speed auch verfügen. Also man ist jetzt schon auch gewappnet für die Zeit in dieser Phase nach dem Szoboszlai-Abgang. Ja. Und Junosevic hat auch verlängert. Das wundert uns nicht, aber der ich nehme an, es freut sich. Der nächste logische Schritt, auch, und ich freue mich auch sehr für ihn. Ich glaube, er ist jetzt schon auch einer dieser Spieler, die jungen Spieler auch brauchen. Weil der Sladi lebt auch vor, was es heißt, Fußballprofi zu sein. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man im Privatjet in Urlaub fliegt und solche Dinge. Diese Flausen gibt es beim Sladi nicht. Der lebt ein sehr bescheidenes, demütiges Leben auch. Und ich denke, die Salzburger können froh sein, dass sie wieder einen Spieler so wieder ein Jahr verlängern können. Ähnlich Andi Ulmer. Ja. Also die sind schon sehr, sehr wichtig. Ist es auch eben wichtig für Salzburger, immer wieder solche Spieler auch zu verpflichten? Nicht nur junge, sondern eben auch gezielt eben auch schon. Ich glaube, dass das Erfolgsrezept auch ist, eine gute Mischung mit ein, zwei solchen Spielern. Und dann werden die noch sehr, sehr lange so erfolgreich bleiben.
Jetzt kommen die Spieler jedenfalls mal zur Ruhe in der Pause und ein richtiger Salzburger erklärt uns eben, was in seiner Pause wichtig ist. Herbert Ilshanker eben über die wichtigen Dinge im Leben. Dass ich eine super Familie habe, dass ich zwei gesunde Kinder habe und eine perfekte Frau. Und das ist im Leben das Wichtigste. Dass man gesund ist, da ja, habe ich zuerst schon mal gesagt, dass jeden Tag mit Freude und dass, ja, dass, ja, dass ein anderer ihr vertrautes Heim und ein anderer traut sich nicht mehr heim. Und das macht mich stolz, dass ich mich, ja, dass Familie, dass das super funktioniert. Ja, den Worten von Herbert Ilshanker ist nicht viel hinzuzufügen. Passend zu Weihnachten, holt uns noch mal alle am Boden. Schön. Nein, also super Typ, großartiger, den man auch schon sehr lange in dem Verein halten konnte. Absolut. Ja. Und wir gehen jetzt auch in unsere wohlverdiente Pause. Wir haben eh einen Tag länger arbeiten müssen als die Kicker. Richtig. Das reicht, oder? Naja, aber wir sind schon wieder hungrig und freuen uns auf die neue Saison. Absolut. Also, frohe Weihnachten, Manuel. Bitte. Danke immer für deine Expertisen, dass du da bist. Danke auch an Sie für Ihr Interesse im Namen des ganzen Teams. Schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann wieder im Jänner, denn zum Glück ist die Pause ja nicht so lang wie sonst.